In dieser Folge erfährst du, wann der beste Zeitpunkt ist, den eigenen Business-Podcast erfolgreich zu starten. Und vorab kann ich dir schon mal sagen, es gibt nur einen wirklichen stichhaltigen Grund für den Podcast, um ihn dann wirklich genau zu dem Zeitpunkt zu starten. Wenn dich Themen wie diese interessieren, dann abonniere jetzt kostenfrei meinen Podcast Podcast Marketing wirkt in deiner Lieblings-Podcast-App oder unter www.podcastliebe.net/unser-podcast, damit du keine neuen Episoden verpasst. Herzlichen Dank! Ich bin Hanna Steingreber, Gründerin und Inhaberin der Podcast-Agentur Podcastliebe und du hörst meinen Podcast Podcast Marketing wirkt. Als Podcast-Agentur für B2B-Unternehmen wollen wir erreichen, dass alle Firmen im deutschsprachigen Raum auf ethisches Marketing setzen, indem sie ihre Traumkundschaft über den eigenen Podcast erreichen. Mehr dazu gibt es unter www.podcastliebe.net und natürlich in diesem Podcast. Wenn du dein Business über deinen eigenen Podcast hörbar machen möchtest, dann lass dich von uns professionell unterstützen. Egal ob Podcast-Beratung, Produktion oder Vermarktung, wir sind auf jeden Fall für dich da. Buche jetzt ein kostenfreies Kennenlerngespräch via Zoom unter www.podcastliebe.net/kennenlerngespräch und den Link zum kostenfreien Kennenlerngespräch findest du in den Shownotes. Ich würde sagen, heute machen wir mal ein kleines Ratespiel und ich hoffe, du hast Lust zu raten, welches dieser vier Statements, die ich gleich vortragen werde, wirklich stimmt, wenn es darum geht, den richtigen Zeitpunkt für den Podcast-Start zu finden. Und ich würde sagen, ich trage dir einfach mal vor, die Statements, du rätst mit und dann freue ich mich, mal zu hören vielleicht, was du gesagt hättest. Schreib mir gerne E-Mail an hallo@podcastliebe.net und sag mir mal, was für dich so das richtige Statement wäre. Aber ich sage dir mal aus meiner Perspektive, aus Profi-Expertise, was hier wirklich, wirklich der richtige Zeitpunkt ist, um den Podcast zu starten. Also, ready? Dann starten wir mal mit dem Spiel. Und zwar das erste Statement lautet, der perfekte Zeitpunkt, um den eigenen Unternehmenspodcast zu starten, ist jetzt. Zweites Statement lautet, starte deinen Podcast im Herbst, denn das ist der beste Zeitpunkt. Das dritte Statement heißt, den perfekten Zeitpunkt, um den eigenen Podcast zu starten, den gibt's überhaupt nicht. Und das vierte Statement ist, wenn du ein erprobtes Angebot schon einige Male erfolgreich verkauft hast, dann ist wirklich der richtige Zeitpunkt gekommen, um den eigenen Podcast zu starten. Na? Was ist jetzt deine Antwort? Was meinst du? Erstes, zweites, drittes, viertes Statement. Ich würde sagen, wir gucken uns das im Detail einfach mal an. Denn also wie gesagt, eines dieser Statements ist wirklich richtig, trifft den Nagel auf den Kopf. Und die anderen drei, muss ich sagen, die haben auch eine wichtige Message. Deswegen lasse ich die jetzt nicht komplett unter den Tisch fallen lassen. Ja, also wir gucken uns mal das erste Statement an. Da habe ich ja gesagt, hey, der beste Zeitpunkt ist natürlich jetzt. Und das kennst du wahrscheinlich von vielen Marketern, die auch sagen, hey, am besten gestern, am besten jetzt, hier unterschreiben, arbeite mit mir zusammen und das würde jetzt vielleicht als Podcast-Agentur-Inhaberin auch passen, wenn ich sagen würde, ja, unbedingt jetzt, we need some business. So, aber so kann ich das gar nicht sagen, das wäre höchst unprofessionell, einfach zu sagen, jetzt ist immer der beste Zeitpunkt, denn man muss sich natürlich ein paar andere Parameter noch angucken. Dennoch denke ich, was da mitschwingt ist, dass du bitte dein Podcast-Vorhaben nicht aufschiebst, sondern deinen Podcast dann auch mal startest. Ich kenne das, dass teilweise UnternehmerInnen, mir ist das passiert vor Jahren auf einer Podcast-Konferenz, fiel mir schon fast eine Unternehmerin in die Arme und sagte, Hanna, endlich kann ich den Podcast starten, ich habe dich gefunden, das ist so toll. Und sie hat, glaube ich, wirklich 2 Jahre immer wieder diese Podcast-Idee vor sich hergeschoben. Das zieht Energie. Da kommen Selbstvorwürfe rein. Du verlierst die Zeit, in der du schon draußen sein könntest mit deiner Message, um deine Zielgruppe zu erreichen. Du verlierst am Ende des Tages Geld.
Ja, so hart ist das. Deswegen, Prokrastination ist überhaupt nicht schlau. Such dir einen Podcast-Profi, arbeite gern mit uns auch zusammen, wenn du magst. Ich packe dir mal den Link zu unserer Podcast-Beratung in die Shownotes, dann kannst du dir mal angucken, wie so eine Zusammenarbeit aussieht, was dir das bringt, um wirklich auch ins Tun zu kommen. Denn nur wenn du den Podcast machst, hast du halt auch einen. Klingt jetzt irgendwie schlau, ist aber halt so. Und da kann dir ein Podcast-Profi wirklich helfen, auch schnell den Podcast zu starten und das auch höchst professionell zu machen, ohne wichtige Punkte zu übersehen. Schauen wir uns das zweite Statement an. Da habe ich gesagt, hey, der wichtigste, beste Zeitpunkt im Jahr ist wirklich der Herbst, um den Podcast zu starten. Wenn du mal so ein bisschen guckst und schon länger Podcasts hörst, vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, es gibt wirklich so zwei Zeiträume im Jahr, wirklich jedes Jahr, an denen es wirklich mehr Podcasts gibt, an denen einfach mehr Podcasts gestartet werden. Und das ist einmal Beginn des Jahres so, Januar rum, und dann wirklich im Herbst, also wenn der Sommer vorbei ist, wenn, und das ist bezogen auf Business-Podcasts jetzt gesehen, natürlich jeder so in seinem Urlaub war, sich erholt hat und dann mit voller Frische nochmal in die zweite Jahreshälfte startet, dann legen viele Unternehmen los und veröffentlichen ihren Podcast. Und das ist vielleicht auch nicht so ganz verkehrt, aber ich würde das nicht pauschalisieren und sagen, hey, starte den Podcast im Herbst oder meinetwegen auch im Januar, dann wird das schon laufen. Das kann man so gar nicht sagen. Man muss sich viel mehr Punkte noch anschauen. Dennoch ist das so ein bisschen so eine Tendenz, die ich jetzt zu uns Blaue gesprochen sagen kann. Ich würde dir aber in der Beratung nie sagen, ja, ja, weil das allgemein ja so alle machen, mach du das auch mal. Na, das schwingt ja schon mit, die Dinge vielleicht ein bisschen anders als alle anderen zu machen. Könnte ja auch ein Erfolgsgeheimnis sein. Aber das muss man sich im Detail einfach angucken für den eigenen Podcast. Podigy ist der Podcast-Hosting-Anbieter im deutschsprachigen Raum mit Serverstandort in Deutschland sowie schnellem und kompetentem Support. Nutze bei Buchung als Neukundin unseren exklusiven Gutscheincode podcastliebe-10-off und erhalte 10% auf den Abonnementpreis. podcastliebe-10-off schreibt sich folgendermaßen: Podcastliebe, alles zusammengeschrieben und mit großem P, Minuszeichen, 1-0 als Ziffern, Minuszeichen, off wie Otto Friedrich Friedrich, und diesen Gutscheincode podcastliebe-10-off und die zugehörigen Bedingungen findest du in den Shownotes. Herzlichen Dank. Das dritte Statement ist natürlich der Klassiker zu sagen, den perfekten Zeitpunkt für egal was im Leben gibt's sowieso nicht. Ja, ist vielleicht ein bisschen was drin, und was da für mich mitschwingt, ist, ja, es nicht so perfektionistisch anzugehen, ne? Weil wenn man immer nach diesem perfekten Zeitpunkt sucht und sich sagt, nee, noch nicht, noch weiß ich nicht genug, dass ich genug über das Thema sprechen kann, noch habe ich nicht die besten Interviewgäste, noch ist mein Unternehmen nicht gut genug, noch stimmt die Stimme nicht, noch kann ich nicht gut genug vom Mikro sprechen, noch kann ich mir, ich weiß nicht, das Mikro nicht leisten, das 1.000-Euro-Mikro, ja, du kannst auch mit einem 500-Euro-Mikro starten. Es gibt auch für 150 € ein Mikro, mit dem du erstmal loslegen kannst, ja. Das geht wirklich alles. Also lass ab von diesem Perfektionismus, der blockiert dich nur. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich stehe ja nicht mit der oben im Zeigefinger, weil ich bin selber sehr perfektionistisch veranlagt und mache gerne Micromanaging. Da kann ich total schnell rein verfallen, und das ist aber tödlich. Damit kommst du nicht voran, garantiert nicht. Und ich denke, dein Ziel ist es, den Podcast auf die Erfolgsbahn zu bringen, und dafür muss er in die Welt gebracht werden. Ja. Wenn man jetzt sagt, den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht, ja, manche Leute würden jetzt sagen, doch, den gibt es irgendwie schon, ich möchte einen bestimmten Jahrestag nutzen, weil mein Unternehmen 5 Jahre wird und dann starten wir dann den Podcast, oder wir haben eh eine tolle Kampagne im Herbst laufen, da passt es ganz gut, wenn wir dann den Podcast noch nehmen und alles pushen, oder es ist vielleicht, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber spirituell, energetisch, schlau, zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas Neues anzufangen, wie jetzt den Podcast, dann kannst du das natürlich machen und da sagen, nee, wir starten den Podcast eine Woche eher, weil dann stehen die Sterne richtig oder so. Ne? Kann ja sein.
Und dann ist das auch völlig fein, aber das ist noch nicht die ganze Analyse. Und das ist auch noch nicht der ganze wahre Grund und das reicht nicht, um den Podcast zu starten, denn ich löse es jetzt auf. Das vierte Statement ist natürlich das einzig wirklich richtige, stichhaltige, denn da wird gesagt, du brauchst ein erprobtes Angebot, was du schon viele Male erfolgreich verkauft hast. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum das denn? Ich will ja einen Podcast machen. Überleg mal ein bisschen weiter. Der Podcast soll ja einzahlen auf dein Unternehmen. Was heißt das? Der Podcast soll dir Kundschaft bringen, soll dir Reichweite bringen. Ja, also Leute bringen, die Geld auf den Tisch legen, um mit dir zusammenzuarbeiten, die Produkte von dir kaufen und das nicht nur einmal, sondern vielleicht in einem Abo-Modell fortlaufend oder zurück zu dir kommen und immer wieder dieses Produkt natürlich bei dir, bei deiner Firma kaufen, weil sie erkannt haben, dass das sinnvoll ist, ja, und dass es für sie das Problem löst. Und deswegen brauchst du dieses Angebot und du musst es am Markt validiert haben. Das heißt, du musst wissen, da draußen gibt es diese Zielgruppe wirklich. Das ist nicht einfach nur etwas aus meiner Zielgruppenanalyse, die ich mal gemacht habe, sondern es gibt diese Menschen da draußen, die händeringend diese Lösung von mir haben wollen. Und dann setzt du da den Podcast drauf. Dann ist der Zeitpunkt da, wenn dein Angebot validiert ist am Markt, zu sagen, jetzt mache ich den Podcast, weil über den Podcast kann ich euch aufzeigen, hey, es gibt hier eine tiefgehendere Lösung und das ist mein Angebot. Da kannst du wirklich nochmal intensiver mit mir zusammenarbeiten, lieber Kunde, potenzieller Kunde. Und dann funktioniert das mit dem Podcast auch. Ja. Am Ende des Tages, was ich hiermit auch sagen will, ist, das ist ein Punkt der Wirtschaftlichkeit. Also dein Podcast soll dir ja auch Geld einspielen und du willst über den Podcast Geld verdienen, wenn das ein Business-Podcast ist. Dieser Return on Investment, der ist absolut wichtig, denn dein Podcast verursacht ja erstmal Kosten. Ich finde das immer sehr traurig und ich habe das hier und da noch, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, ich möchte einen Podcast machen, aber das Finanzielle ist völlig egal. Damit meinen sie nicht, dass sie mit dem goldenen Löffel geboren sind, sondern dass sie sagen, ja, Ich muss jetzt auch kein Geld drüber verdienen, das ist alles völlig fein. Verschulde ich mich halt so ungefähr. Das sagen sie nicht, aber da frage ich mich immer, warum verdien doch bitte Geld über deinen Podcast? Setz den doch gescheit ein, gerade wenn wir in der Businesswelt unterwegs sind. Das sind Leute, die ein Business im Rücken haben, die ein tolles Angebot haben, wo es unterlassene Hilfeleistung werden, wenn die nicht in ihrem Podcast davon erzählen, wie grandios sie den Menschen da draußen, der Umwelt, den Tieren und so weiter helfen können. Das regt mich jetzt schon fast auf. Da könnte ich schon was zu den Hals bekommen. Aber ins Mikro schreien ist auch nicht so gut. Das lasse ich jetzt lieber. Deswegen, viertes Statement stimmt. Hab ein erprobtes Angebot, starte dann deinen Podcast. Dann hast du es nämlich fundiert aufgebaut und dann kann es auch erfolgreich werden. Ja, denn um nochmal zu diesem Geldverdienen zurückzukommen, das ist auch sehr wichtig. Dein Podcast verursacht erstmal Kosten. Die kannst du dir übrigens in unserem Blogartikel über die Podcast-Kostenübersicht nochmal genau angucken. Da haben wir auch verschiedene Budgetkategorien aufgelistet. Also minimales Budget und dann eben auch höhere Budgets, je nachdem, wie das für dich in Frage kommt. Um einfach mal für dich auch so einen Überblick zu haben, wie viel muss ich jetzt erstmal investieren und kriegt dann natürlich auch wieder was raus aus dem Podcast. So, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Damit ist das Spiel vorbei. Ich habe dir die Auflösung gegeben und bin natürlich gespannt zu sehen, ob du diese Lösung gewusst hast. Vielleicht war es dir gleich klar, weil du mir schon länger folgst. Aber ansonsten hoffe ich, dass ich dir damit klar machen konnte, wann jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt ist, um deinen Podcast zu starten. Ehrlich, ethisch und erfolgreich. Abonniere den Business Booster, unseren Newsletter für deine regelmäßigen Podcasting-Inspirationen. Trage dich jetzt unverbindlich ein unter www.podcastliebe.net/newsletter. Ich denke, ich kann das heute ganz kurz zusammenfassen. Die einzig wirklich echte Voraussetzung, die du brauchst, um deinen Podcast zu starten, liegt darin, dass du ein erprobtes Angebot hast. Also du hast dein Angebot schon mehrere Male wirklich erfolgreich verkauft und dann setzt du deinen Podcast auf, den startest du dann und damit wird das Ganze sicherlich auch mit einer strategischen, guten, erfolgreichen Grundlage losgehen.
finde es super schön, dass du heute am Start warst. Ich würde sagen, wir hören uns und vergiss nicht, mach dein Business hörbar. Deine Hannah.